euch zu einem kurzen Ankündigungsvideo. Und zwar habe ich das Ganze schon mal ein bisschen ausprobiert, so in den letzten Wochen. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Und für die anderen möchte ich das heute jetzt einmal ganz offiziell machen und auch kurz erklären, worum es geht. Und vorweg eine wichtige Information, das Ganze ist nur möglich, wenn ihr Instagram habt. Also wenn ihr kein Instagram habt und euch das auch nicht installieren wollt dafür, dann ist das für euch jetzt leider nicht möglich und dann könnt ihr auch abschalten an der Stelle. Genau. Worum geht's überhaupt? Also ich habe ja schon mal ein Video gedreht, in dem ich euch erzählt habe, dass ich mit dem Videoschneiden sehr viel Arbeit habe und das Schneiden an sich ist ja schon sehr viel Arbeit, dann rendere ich das Video immer und dann gucke ich es mir an und meistens, eigentlich immer ist es so, dass ich dann noch so ein paar Sachen sehe, die ich nochmal ändern möchte und das mache ich dann auch und dann, naja, überarbeite ich es nochmal, rendere ich es nochmal neu und dann müsste ich es ja eigentlich wieder, also mir nochmal angucken und dann ist halt bei mir so, das habe ich da auch gesagt in dem Video, dass meistens mache ich das dann nicht mehr. Da kommt ihr jetzt ins Spiel, weil ich habe mir überlegt, dass ein paar von euch die Lust dazu haben, mir da helfen könnten und meine Videos, die fertig sind eigentlich, gucken könnten, testen könnten und mir eine Rückmeldung dazu geben, ob alles in Ordnung ist. Und genau, also dann, da hätte ich einmal das Problem gelöst, dass ich halt mir das Video nicht selber nochmal angucken muss. Und zum anderen ist es auch immer schön, wenn man so eine Meinung von jemand Außenstehendem hat, eine Meinung von jemandem, der das dann halt auch wirklich gucken würde, das Video. Und auch falls noch irgendwas ist, was ich so gar nicht gemerkt hätte, was irgendwie nicht gut ist oder was irgendwie anders besser wäre. Ja, genau deswegen suche ich Leute, die gerne Videos angucken möchten vor der Veröffentlichung und mir eine Rückmeldung dazu geben. Jetzt, wie läuft das Ganze ab? Also, wenn ich ein Video fertig habe und es auf YouTube hochgeladen habe, werde ich in meiner Insta-Story einen Post verfassen und da ist dann in der Regel das Thumbnail drin und ein kurzer Text, wo drin steht, wie lange das Video ist und vielleicht auch noch so ein paar weitere wichtige Angaben, zum Beispiel bis wann ich die Rückmeldung brauche. Und wenn ihr diese Story seht, dann könnt ihr ganz einfach darauf antworten, schreibt... Ach so, genau. Ich werde auch diese Stories dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Hashtag Videotester irgendwie markieren, dass es nochmal ganz deutlich ist, was gemeint ist. Ich möchte es so machen, damit ich nicht in jeder Story nochmal neu erklären muss, weil ich habe auch gemerkt, es gibt einige, die nicht so ganz verstanden haben, was ich eigentlich möchte von den Leuten. Deswegen Hashtag Freizeitparktester, wisst ihr Bescheid und dann könnt ihr auf diese Story, wenn ihr Lust und Zeit habt, antworten mit ich möchte mitmachen oder einfach schreibt mir irgendwas, woran ich erkenne, dass ihr Lust und Zeit habt, euch das Video anzugucken und zu überprüfen. Wenn ich dann die eine oder andere Nachricht von euch bekommen habe, dann werde ich euch den Link zuschicken zum Video. Das ist nicht gelistet auf YouTube geladen. Das bedeutet, das Video ist zwar schon auf YouTube, aber es ist nicht öffentlich. Man kann sich das Video nur angucken, wenn man den Link dazu hat. Und darum könnt ihr es euch dann eben auch schon angucken. Und wenn ihr dann einen Link zum Video von mir bekommen habt, dann könnt ihr den anklicken und euch das Video angucken. Und bitte aufmerksam gucken, weil ich möchte ja dann ein Feedback haben, wo ich mich auch drauf verlassen kann. Also guckt es euch an, macht euch vielleicht, wenn es ein paar mehr Sachen gibt, wo ihr sagt, okay, das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so soll, dann macht euch am besten Notizen und schreibt auch unbedingt die Zeitangabe dazu, also wann im Video diese Stelle ist. Und dann könnt ihr mir das im Anschluss dann wieder per Instagram-Nachricht schicken. Und ihr könnt euch entscheiden, wie ihr das machen wollt. Entweder ihr macht mir nur eine ganz kurze Rückmeldung, die meisten haben es so gemacht, dass sie mir ganz kurz geschrieben haben, ist alles in Ordnung. Oder ihr könnt auch gerne ein ausführlicheres Feedback schreiben, wenn ihr das möchtet. Aber für mich ist einfach wichtig zu wissen, ist alles soweit in Ordnung. Und ihr müsst wirklich nicht auf mini kleine Details achten. Also wie gesagt, das Video soll einfach für den Zuschauer gut sein. Und das seid ihr ja. Also wenn ihr das Video gut findet, dann muss ich es auch gut finden. Pro Video, das ich von euch gerne überprüft hätte, können ungefähr 5 Leute mitmachen. Also ich werde abwarten, bis mir ungefähr 5 Leute geantwortet haben auf die Story und werde diesen Leuten den Link schicken und danach lösche ich die Story. Das ist
erfahrungsgemäß nach 5 bis 10 Minuten der Fall. Also ja, sehr schnell. Also wenn ihr da wirklich mega Bock drauf habt, müsst ihr halt vielleicht mal ein paar Mal öfter reingucken in meine Stories. Dann seht ihr das auch dann sofort und könnt dann sofort drauf reagieren. Und genau, ja, was ist so der Mehrwert, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was habe ich denn davon? Jetzt helft ihr mir da bei was, aber habt ihr selber nichts davon? Also, ihr sollt da einfach Lust zu haben. Und vielleicht ist es für euch cool, wenn ihr euch ein Video von mir vor allen anderen anschauen könnt, sozusagen als Vorpremiere. Und genau, oder vielleicht habt ihr auch einfach Freude dran oder sagt, das macht mir nichts aus, ich gucke mir die Videos sowieso an und wollt mir einfach helfen. Und ihr könnt auch schon als erste oder als eine der ersten Kommentare unter das Video schreiben. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass ich das Video nicht nochmal lösche und ein neues hochlade, weil wenn nochmal Feedback kommt und ich sage, okay, stimmt, das muss ich noch ändern, dann lösche ich das Video natürlich nochmal und lade es nochmal neu hoch. Aber wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr gerne auch schon Kommentare drunter schreiben und die werden und bleiben dann auch. Und ja, dann seid ihr die Ersten. Dann vielleicht hört das mit diesem nervigen Erster. Schreibt nicht Erster drunter. Das lösche ich sonst. Na gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich hoffe, ihr macht da zahlreich mit. Ihr habt auch schon zahlreich mitgemacht. Ich habe es ja, wie gesagt, schon ein paar Mal getestet, jetzt die letzte Zeit. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!